Kollege ist Ansprechpartner, genau der Richtige. Wenn es wen gibt, der sich damit auseinandersetzen will, gerne und auch zur Kommunikation unter den jüngeren Leuten. Unser Anliegen ist, also wir wissen dort die Steigerwege in diesem Gebiet hegen und pflegen, müssen schauen, dass sie in Ordnung sind. Unser Wegegebiet führt von Forstamt Weißenbach über den Brennerisensteig aufwärts, bis nahe an den Dorfsteinblick, über die Gorsalm, um zum Hochlecken und weiter bis zum Grünwaldkogel. Das ist eine Strecke, ich bin jetzt einmal vor 2 Jahren, glaube ich, mit echtem Wolfgang mit GPS und mit der Strecke gezeichnet. Da geht man 6 Stunden irgendwie so auf die Art, einfach. Dann aber trotzdem nur 12 Kilometer, hätte ich nicht sehr weit mehr geschätzt. Großes Projekt im Jahre 2011. Der Hüttenverein Schwammstadt besteht ja schon sehr, sehr lange. Den Großteil seiner Zeit als Ortsgruppe der Sektion Vöcklabruck. Seit 01.01.2000 sind wir selbstständige Sektion. Das heißt, wir sind mit Ende 2010 10 Jahre alt geworden. Und haben das zum Anlass genommen und gesagt, naja, wenn es schon 10 Jahre, das ist ein Runde, der erste Runde Geburtstag, da machen wir ein Festl. Im Alpenvereinshaus, also vorher um und rund ums Alpenvereinshaus, wir haben uns das einfallen lassen, es wird ein Zelt aufgestellt, es gibt natürlich Essen und Trinken, ist eh klar. Es gibt viele, viele Attraktionen für die Kinder. Zahlen, Statistiken hat es mit Sicherheit schon genug her, dann würde ich nicht mehr richtig interessieren, aber aus dem Grund möchte ich auch da nicht weiterhin bleiben. Nun, dazu gehört auch, und das kann man wirklich nicht oft genug sagen, gut ausgebildetes Turnführerteam. Ein großes Anliegen ist uns dabei, das erworbene Wissen auf interne Kurse weiterzugeben, wie hier beim alljährlichen Skitourenkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene. Thank you.